Dann liegt hier einfach mal ein Smaragd in der Gegend rum. Auch schön. Trotzdem erkunden wir weiter. Naja, gut, aber der Gute ist ja nicht deine Oma und vor allen Dingen auch nicht so alt wie deine Oma. Von daher finde ich die Kissennummer schon sehr peinlich. Was macht hier so komische Geräusche? Ach, die Windmühle dreht sich noch. Ich denke gerade eben. Hä? Ja, wir müssen hier jetzt rechts ab irgendwie. Das sieht aus wie Bills Farm. Vor allen Dingen weiß, dass hier ganz direkt auf Schokobos sind. Ja, ich hab's schon mitbekommen, aber ich find's trotzdem peinlich. Mal ernsthaft, das ist ein junger, durchtrainierter Soldat, zumindest stellt man ihn so dar. Na gut, laufen wir einmal drumherum, keine Ahnung. Und der braucht ein Kissen für seinen Hintern, damit er sich heilen kann. Also ich meine, irgendwo geht es noch lächerlicher? Eher nicht, würde ich sagen. Fehlt nur noch das rosa Tütü auf sein. Oh, Schokobos! Wo ist denn hier der Eingang? Hallo? Hab mich schon gefragt, wann ihr kommt. Ich begrüße euch herzlichst auf meiner Farm. Herzlichst. Läuft denn der Wagen wieder? Schnurrte wie ein Kätzchen, kaum dass ihr fort wart. Wollte sich von euch wohl nicht abhängen lassen. So, was gibt's? Man weiß es nicht. Ich weiß. Ihr braucht bestimmt Chocobos. Allerdings. Wir wollen mit ihnen die Sümpfe überqueren. Da seid ihr bei mir genau richtig. Früher gab es hier ja mal ein ausgebautes Verkehrsnetz, aber wie ihr wisst, sind diese Zeiten leider vorbei. Doch wir haben das nächstbeste, Chocobos. Für die Sümpfe gibt es nichts Zuverlässigeres. So, meine Damen, ratet mal, wie genau die Chocobos quasi über die Sümpfe hinwegschweben. Nun, ja. Dank ihrer Federn treiben sie auf dem Wasser und mit ihren kräftigen Beinen paddeln sie schnell wie der Wind. Aha. Mit ihnen kann selbst der Midgard-Soma nicht mithalten. Darauf könnt ihr euch verlassen, liebe Freunde. Na, was ich damit eigentlich sagen will? Zum Überqueren der Sümpfe kommt man an Chocobos nicht vorbei. Das kann ich gar nicht oft genug betonen. Können Sie uns welche leihen? Sicher doch. In dem Stall dort hinten findet ihr meinen Enkel Billy. Der kann euch mehr sagen. Na, wenn du das sagst, hast du sonst noch was zu sagen oder eher nicht? Ja, habt ihr eine Frage? Über den Midgard. Der Midgard-Soma ist eine monströse Schlange, die weit über 10 Meter lang werden kann. Und naja, in den wir haben schon größeres Platz gemacht. Heimisch ist.
Er spürt die Anwesenheit von Lebewesen in seinem Revier, schleicht sich vollkommen geräuschlos an sie heran und überwältigt sie mit einem Hieb seines Schwanzes. Doch mit dem Tempo eines Chocobos kann er es nicht aufnehmen. Aber ich erzähle hier nichts Neues. Das weiß eigentlich jeder Reisende. Ihr auch, das sehe ich euch an den Nasenspitzen an. Du hast es uns gerade vorhin erzählt. Wenn es etwas gibt, womit ich mich auskenne, sind es Chocobos und Menschen. Über die Chocobos. Mein Enkel Billy ist in dem Stall dort hinten. Er kann euch mehr darüber sagen. Okay, schon gut. Dann gehen wir mal in den Stall da hinten. Hallo Chocobos. Ja, hallo. Wegen dem Schild. Wir brauchen ein paar Chocobos. Ah, da habt ihr Gruftis aber Pech gehabt. Gruftis? Hat ihr uns Gruftis genannt? Naja, wir haben gerade keinen einzigen Chocobo zum Verleih. Hier stehen doch welche rum. Die können entweder nicht geritten werden oder sie sind reserviert. Oh, sind die süß. Aber hey, wenn ihr mich bezahlt, dann kann ich vielleicht was drehen. Bin ja kein Unmensch. Und wie viel? 100.000 Geld. Ja, genau. Tut uns leid. So viel Geld haben wir leider wirklich nicht bei uns. Oh. Oh, in dem Fall hätte ich eine Info für euch. Für schlappe 1.000 Geld. Haben wir 1.000? Ich weiß es gerade nicht. Ich nehme euch doch nur auf den Arm. Für eine hübsche Dame in Nöten ist's umsonst. Also, vor einer Weile ist einer unserer Chocobos getürmt. Inzwischen ist er sicher schon ganz wild. Wenn ihr den wieder einfangen könnt, dann überlasse ich ihn euch. Wirklich? Sein Name ist Pico. Er ist ein ziemlicher Dickkopf. Ich hätte eigentlich wissen sollen, dass er abhauen würde. Hä? Irgendwie erinnerst du mich an ihn. Sucht am besten nach seinen Fußspuren. Wenn ihr die findet, kann Pico nicht weit sein. Wilde Chocobos können ziemlich scheu sein. Wenn ihr euch unbemerkt heranschleicht, solltet ihr ihn aber problemlos einfangen können. Okay, vielen Dank. Und eine letzte Sache noch. Die Infos waren umsonst. Aber dafür müsst ihr was bei uns im Laden kaufen. Er wird von meiner Schwester geführt. Sie zeigt euch alles. Okay. Gar nicht schlecht, Kleiner. Wenn ihr unseren kleinen Ausreißer habt, kommt ruhig noch mal hier vorbei. Dann gebe ich euch Tipps zum Reiten und zur Pflege. Okay, einkaufen, Chocobo fangen. Erstmal ist hier eine Kiste. Die ist natürlich für uns. Oh, der Stab der Ewigkeit. Den müssten wir gleich mal an Tifa geben, glaube ich. Weil sie ist ja unsere Magierin. Nee, hier. Ausrüstung Materia, Tifa. Wo waren wir jetzt hier? Lederhandschuhe? Nee. Nicht Tifa, Schwachsinn, Aris. Ja. Nehmen wir, hat auch gleich mal eine Dings mehr. Fertigkeit, die wir dadurch kriegen, ist Chronofeld. Müssen wir noch freischalten. Oh, scheiße, Mann. Ich liebe das Spiel so sehr, Leute. Ohne Scheiß jetzt. Seit dem Final Fantasy VII Remake ist hier echt für mich so... Ich weiß noch gar nicht, wie ich damit umgehen soll, wenn das vorbei ist. Egal. Ich entschuldige mich für meinen Bruder. Er hat nichts als Geld im Kopf. Er macht nur seinen Job. Wir verstehen das. Ja, das stimmt. Aber es ist schlimmer geworden, seit Mama und Papa nicht mehr da sind. Sagt mal, kommt ihr aus Midgar? Genau, aus den Slums dort. Dann kennt ihr Chocobo Sam? Kennen würde ich nicht sagen. Wir hatten mal mit ihm zu tun. Wisst ihr, wo er jetzt ist? Vermutlich in den Slums von Sektor 6. Auf dem Walma... Versuchst du, ihn zu finden?
weiß nicht genau. Er ist schuld daran, dass Mama und Papa nicht mehr da sind. Ah. Chloe, das geht unsere Kunden nichts an. Ich dachte doch nur... Behaltet die Sache bitte für euch. Sam ist eine wichtige Größe in der Chocobo-Branche. Wenn wir Gerüchte über ihn verbreiten, macht er uns kalt. Keine Sorge. Unsere Lippen sind versiegelt. Ihr wollt Pico einfangen, oder? Versucht ihm das hier zu geben. Pico liebt dieses Gemüse über alles. Vielleicht erinnert es ihn an uns und er kommt zurück. Gut, dann mache ich mich mal wieder an die Arbeit. Mein Bruder hat zwar gesagt, dass ihr unbedingt etwas kaufen müsst, aber tut das wirklich nur, wenn euch etwas gefällt. Oh, mein Gott, bist du lieb. Das hätte ich fast vergessen. Ich tausche auch Goldfedern gegen Chocobo-Ausrüstung um. Wenn ihr welche habt, bringt sie also gerne her. Goldfedern. Chloe verkauft ihr im Laden für den Chocobo Farm Accessoires für die gelben Reitvögel. Die Accessoires kannst du mit Goldfedern verwenden. Diese Federn erhältst du zum Beispiel, wenn du Chocobo-Haltestellen wieder instand setzt. Ja, das würde ich ja gerne. Ihr Witzbolde. Was hat sie denn Schönes? Lorbeere, Nebelsalat, lalala. Eigentlich nur so ein Stuff hier. Verkaufen möchte ich aber eigentlich gar nichts hiervon, glaube ich. Glaube ich zumindest, dass ich nichts von dem Stuff hier... Nee. Passt schon. Dann viel Glück mit Pico. Okay. Dann müssen wir uns jetzt wohl einen Chocobo besorgen. Na gut, dann suchen wir mal diesen Piepmatz. Sein Name ist... Wird uns das denn hier irgendwie angezeigt? So ungefähr zumindest? Sieht jetzt ehrlich gesagt nicht so aus. Also ich sehe zumindest nichts. Halt, das war jetzt... Ich glaube, den müssen wir wirklich suchen. Na dann. Haltet Ausschau nach seinen Fußspuren. Ich würde sagen... Folge den Chocobo-Spuren. Ja, wo soll das denn sein? Halt, da unten war doch was. Nee, der zeigt mir nicht direkt was auf der Map an. Sondern eher... Ach Mann. Eher so, ich weiß nicht, wo der Scheiß ist. Das heißt, wir müssen wirklich suchen. Ja, gute Frage. Jetzt geht das Gesuche los.